Für 2023 plant die gleiche Regierung nämlich ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz. Stell dir das mal vor, du darfst selbst entscheiden, ob du Männlein oder Weiblein bist. Geschlechtswechsel im Jahrestakt. Geht's eigentlich noch schizophrener? In welchen Verwirrungszustand will man uns hier eigentlich versetzen? Rufe deinen persönlichen Wahlkreisabgeordneten einfach an. Hallo, hier ist wieder der Klaus aus Franken. Am 3. Januar 2022 habe ich einen Aufruf gemacht. Wir müssen die Impfpflicht stoppen. Ruf deinen Bundestagsabgeordneten an. Die Drähte haben geglüht und wir haben es gemeinsam geschafft. Die Impfpflicht ist vom Tisch. Zu Beginn dieses neuen Jahres habe ich wieder ein hochbrisantes Anliegen. Im letzten Jahr wollte die Ampelregierung uns durch die angedrohte Impfpflicht die Selbstbestimmung über unseren Körper wegnehmen. In diesem Jahr weht der Wind jedoch von einer ganz anderen Seite. Für 2023 plant die gleiche Regierung nämlich ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz. Über was darfst du denn nun selbst bestimmen? Stell dir das mal vor, du darfst selbst entscheiden, ob du Männlein oder Weiblein bist. Entschuldigung, das ist kein Witz. Bitte nicht lachen. Die meinen das wirklich ernst. Hier mal drei kurze Fakten zum Gesetzesvorhaben von Familienministerin Lisa Paus von den Grünen, über das die Abgeordneten möglicherweise noch im Januar abstimmen. Erstens, Geschlechtswechsel im Jahrestakt. Wenn dieses Gesetzesvorhaben so durchgeht, dann könnte ich einfach aufs Rathaus gehen und mein Geschlecht ummelden. Ich will jetzt nicht mehr der Klaus sein, sondern ich bin jetzt die Claudia. Das soll sogar so weit gehen, dass ich diese Nummer jedes Jahr durchziehen kann. 2023 bin ich die Claudia, 2024 wieder der Klaus und 2025 bin ich dann wieder die Claudia und so weiter bis zum Lebensende. Zweitens, Elternrechte ausgehebelt. Jugendliche ab 14 Jahren könnten sogar ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten ihr Geschlecht ändern lassen. Drittens, Allgemeinheit zahlt Geschlechtsoperationen. Wer sich gar ins andere Geschlecht umoperieren lassen will, bekommt trotz leerer Kassen alle Kosten von der Krankenkasse erstattet. Die notwendige Zahn-OP musst du hingegen weiter selbst zahlen. Da gibt's doch diese Redewendung. Die Person wusste nicht mehr, ob sie Männlein oder Weiblein ist. Die klarste Sache der Welt war hier nicht mehr klar. Das bedeutet, nicht mehr zu toppen an Verwirrung, höchster Grad an Geistesverwirrung. Wir haben es doch hier mit einem biologischen Fakt zu tun, mit einer Schöpfungswirklichkeit. Genau diese Realität soll durch dieses Gesetz einfach entsorgt werden. Geht's eigentlich noch schizophrener? In welchen Verwirrungszustand will man uns hier eigentlich versetzen? Stets wurde das Geschlecht eines Menschen durch eine biologische Offenkundigkeit bei der Geburt bestimmt. Noch nie hat ein Mensch sein Geschlecht selbst auswählen können. Doch die Ampelregierung will genau dies per Gesetz beschließen. Und das ist ein Tabubruch, den man mit gesundem Menschenverstand nicht mehr packen kann. Vom möglichen Missbrauch, zum Beispiel Männer auf Frauentoiletten etc., will ich erst gar nicht reden. Mich erinnert dieses unglaubliche Gesetzesvorhaben an das bekannte Märchen von des Kaisers neue Kleider. Da bestaunen alle die angeblich neuen Kleider des Kaisers. Alle verleugnen ihre eigene untrügliche Wahrnehmung. Bis endlich ein Kind ruft,
Der Kaiser ist doch nackt. Innerlich spüren wir doch alle, dass dieses angeblich neue Selbstbestimmungsgesetz splitternackt ist. Aber wer sagt dies den Politikern? So ungeniert wie dieses Kind. Deshalb muss ich noch zwei kurze Punkte zur Praxis bringen. Wie wir dieses Gesetzesvorhaben stoppen? Erstens, greif zum Telefonhörer. Rufe deinen persönlichen Wahlkreisabgeordneten einfach an. Lass dich nicht von der Sekretärin abwimmeln und besteh als Bürger auf ein kurzes Gespräch mit ihm. Wie du die Kontaktdaten ganz leicht findest, blenden wir ein. Und zweitens, hau auf die Pauke! Es genügt nicht, wenn nur du handelst. Mach deshalb diesen Aufruf bekannt. Informiere so viele Menschen wie irgend möglich über diesen geplanten Tabubruch. Der einfachste und schnellste Weg geht über dieses kurze Video. Verbreite das Video weiter, dass alle aufgeweckt werden und aktiv werden können und auch zum Telefonhörer greifen. Das Selbstbestimmungsgesetz wird fallen. Durch dich und mich. Ich habe fertig. Euer Klaus aus Franken.